Die Hugenottenstadt Erlangen, eine der interessantesten Städteanlagen Deutschlands. Das mittelalterliche Erlangen. Als kleines Dorf wird Erlang zum ersten Mal 1002 erwähnt. Um 1400 erhält Erlang Stadtrecht. Es entsteht die Altstadt im Anschluss an Martinsbühler Kirche und Schloss. Die Martinsbühler Kirche in heutiger Gestalt. Wie die Burg der Ritter von Erlang aussah. Was vom mittelalterlichen Erlang übrig blieb. Ein Stück der alten Mauer, der sogenannte Saugraben. Ein altertümlicher Straßenzug am Bayreuther Tor. Die Altstädter Kirche, ehemals mit spitzem Helm, trägt heute ein Barockkleid. Die Hugenottenstadt Erlangen. Erlang wurde durch den Dreißigjährigen Krieg gründlich zerstört. Die Einwohnerschaft schmolz auf 500 Seelen zusammen und führte ein bescheidenes Dasein, bis im Jahre 1685 durch die Aufhebung des Edikts von Nantes ein Umschwung in der Entwicklung Erlangens eintrat. Auf Veranlassung des Markgrafen Christian Ernst wandten sich viele der gewerbefleißigen Hugenotten nach Erlangen, wo er ihnen nach den Plänen des genialen Oberbaumeisters J.M. Richter eine neue Stadt bauen ließ, die zu den interessantesten Stadtanlagen Deutschlands gehört. Etwa 1000 Hugenotten kamen nach Erlangen. So entstand eine lichtvolle, streng geometrische Stadtanlage, die nach ihrem Gründer den Namen Christian Erlang erhielt. Geradlinigkeit, Rechtwinkligkeit, Symmetrie beherrschen das Stadtbild. Keimzelle der neuen Stadt wird die französisch reformierte Kirche. Einheitlich und geradlinig sind die Straßenzüge. Goethestraße, ein Teil der alten Ringstraße. Ein anderer Teil der alten Ringstraße, Wasserturm und Heuwagstraße.
Eines der ältesten Häuser der Neustadt Erlangens trägt den Brandenburger Adler. Bescheiden und schmal sind die Nebenstraßen. Blick vom Apothekergässchen nach der Altstadt. Immer wieder die gleichen Häuser mit Erdgeschoss, Obergeschoss, Satteldach. Monumental wirkt dagegen, trotz aller Einfachheit, die Hauptstraße, an deren Ecken sogenannte Richthäuser sich ein Stockwerk über die Anschlusshäuser erheben. Ebenso symmetrisch und einheitlich wie die Straßen sind die Platzwände aufgebaut. Nordseite des Luitpoldplatzes. Café National war auch schön, vom Schuhschuss, dem ersten Stock. Der ganze erste Stock, die ganze Ecke war das Café. Da waren zwei Billard gestanden für die alten Herren und die jungen Pärchen, die waren da gesessen. Das waren so Nischen. Es war ein schönes Café National. Blick vom Neustädter Kirchturm auf den Luitpoldplatz. Schöner Straßenabschluss, Dreikönigstraße. Die Markgrafenstadt Erlangen. Der Bau eines markgräflichen Schlosses durch den Italiener Porta um 1700 sprengte den Rahmen der richterschen Stadt im Osten und im Süden. Die Stadt vergrößerte sich um den Schlossgarten und die Friedrichstraße. Eine fantasievolle Darstellung der Schlossgebäude von P. Decker. Das heutige Schloss. Gartenseite des Schlosses. Die Orangerie. Ihr sollte auf der anderen Seite ein ähnliches Gebäude entsprechen. Der Mittelpunkt des Schlossparterres, der Hugenottenbrunnen. Auf ihm sind die vornehmsten der damaligen Hugenotten dargestellt. Denkmal des großen Kurfürsten auf der Mittelachse des Schlossgartens. Für die zunehmende Bevölkerung wird im Süden die Friedrichstraße angefügt.
Die Friedrichstraße, lang, aber langweilig. Zwei Kirchen an seitlichen Plätzen der Friedrichstraße zeigen das Erstarken des deutschen Elements in der ehemaligen Franzosenstadt. Die Neustädter Kirche. Die deutsch-reformierte Kirche. Auch die neuen Plätze an den Kirchen waren die Erlanger Linie. Die Häuser des von der Hofhaltung angelockten Adels passen sich gut in das Gesamtbild ein. Das Egloffsteinsche Haus, Oberrealschule. Auch das heutige Rathaus wurde als Adelshaus von Stutterheim gebaut. Mittelbau des Schlosses und die neuen Kirchtürme werden zu wirkungsvollen Straßenabschlüssen ausgenutzt. Jetzt bekommt auch die Hauptstraße im Nürnberger Tor einen monumentalen Abschluss. Das Nürnberger Tor, das war sehr schön. Eine kleinere Tür, dann das große Tor und dann wieder eine kleinere, das war Bogen. Und da ist oben der Bäumle gewachsen, der Birkenbäumle. Das war sehr schön. Das ist sehr schade, dass man das weggemacht hat. Das war sehr schön. Auf Veranlassung seiner Gemahlin Wilhelmine, der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, gründete Markgraf Friedrich 1743 die Universität Erlangen. Die Universität bedeutete eine weitere Stärkung des deutschen Elements. Die damaligen Universitätsgebäude an der Hauptstraße. Markgrafendenkmal vor dem Schloss. Was ist aus der Altstadt geworden? 1706 brannte sie fast vollständig ab. Nach dem Muster der Neustadt wird sie wieder aufgebaut, rechteckig, geradlinig, einheitlich wie die Schwesterstadt. Symmetrischer Aufbau der Westseite des Altstädter Marktplatzes. Symmetrischer Aufbau der Ostseite, das Altstädter Rathaus. Gerade, einheitliche Straßenführung, 40-Mann-Straße. Verbindungsstraße zwischen Alt- und Neustadt, Schiffstraße.
Heute noch erinnern in Erlangen an die Hugenotten einige wenige Familiennamen. Die Erlanger Weißgerber. Die haben da, da ist doch eine Brücke, ne, zur Wehrmühle. Und da ist eine Holzbrücke. Und da unten ist die Rechnitz, war so ziemlich seicht. Und da haben die ihre Felle gewaschen, die Weißgerber. Da sind die hinüber und haben in der Rechnitz, ne, haben sie die Felle gewaschen. Ja, alle Wochen. Die haben die Felle, dann, wie sagt man denn, naja, die Felle hergerichtet. Und wenn wir zum Altstädter Friedhof gehen, über die Fuchsenwiesen, zum Altstädter Friedhof, da waren die Felle gehängt. Jeden Tag waren da so und so viele 100 Felle gehängt zum Trocknen. Also hat kein Mensch eins mitgenommen. Das sind die Gerberei gewesen, ne? Das ist gegerbt worden. Die blühende Industrie der Handschuhmacher. Die Handschuhmacher, ja. Da hat es viel gegeben in Erlangen, die Handschuhmacher. Ja, gibt es ja heute noch, ne? Das war vor allem in der Harfenstraße. Da war ein großer Handschuh. Das ist ein großes Handschuhgeschäft und da waren die Gesellen, hat er gesehen, da waren die Fenster offen, das war ein langes Gebäude. Und da haben die die Felle gezogen und die Felle geschnitten zu den Handschuhen. Da haben wir Kinder zugeschaut, ne? Da waren die Fenster immer offen. Das war immer recht schön. Der Hugenottenbrunnen. Und der Stadtplan Richters. Das heutige Erlangen ist wesentlich größer. Die neuen Universitätsgebäude. Kollegienhaus. Ohrenklinik. Universitätsbibliothek. Das neu erbaute Studentenhaus. Standmusik. Bummel. Worden. Das war schön. Das sind die Straße, die Hauptstraße, nach und unten. Oh, so und so oft. So und so oft, nach und unten. Hm, war schön. Da haben wir Läden angeschaut. Ne? Da hat es mehr Läden gemischt. Jetzt ist das ja gar nichts mehr. Jetzt da. Nichts Gescheites in Erlangen mehr. Hm. Ja, das war schön. Das war schön. Fuchsen brennen. Die Fuchs, ja. Da haben die Jungen, die Neue, die als jetzt zur Verbindung gekommen sind, das waren die Fuchsen. Und das sind die Philister und die anderen Studenten, die halt schon älter bei der Verbindung gewesen sind, die haben da die Jungen raustrieben an dem Tag, auch wenn die Fuchsjagd war. Die haben aus den Becken haben sie's raustrieben. Sie sind meistens mit den Hemden raustrieben worden auf die Straße. Das war ein Leben, das war ein Leben, die Fuchsjagd. Ja, ja, war eine schöne Zeit. Oh, die Bumreuther und die Golfen und die Nollen und die Olivezeit, wir haben sie alle gekannt. Gell? Alle die Mützen, jeder hat eine andere Farbe gehabt. Gell? Das war ein wunderschönes Bild. Rote Mützen, weiße Mützen. Ne? War schön. Hauptmarkt. Ferkelmarkt. Am Altstädter Kirchenplatz. Das war der Schweinemarkt. Das war alles Samstag, ne? Da haben die
der Metzger ihre Säue kauft. Da waren Bauern da und da war doch die Wirtschaft, wie hat es die geheißen, die Wirtschaft. Da waren es dann alle Reihe drin zum Frühstücken, die Bauern. Da war was los. Das war sehr schön. Aufzug der Professoren und Studenten. Die Bumreuther zum Beispiel, die sind ganz durchgezogen bis zur Stadtgrenze. Sind sie gezogen mit ihren Federhüten. Die haben die großen Straußenfedern gehabt an die Hüte, gell? Und die wunderbaren Uniformen, den Samt in allen Farben, rot oder rosa, alle Farben. Und die hohen Lederstiefel, die ganz lange bis drauf sind die gewesen, ne? Waren wunderschön. Dann haben sie Säbel rum gehabt, die haben wir so nachgeschleift. Das hat jetzt so geklärt. Und dann sind die Burschen kommen, erst recherchierten, und dann sind die Burschen kommen, und dann sind die Schäßen kommen, mit den Philister, mit den Alpenherren, bis zur Stadtgrenze. Und dann sind die Omnibusse gekommen, die haben die Studenten mitgenommen nach Bubenreuth. Und die anderen haben die Alpenherren, die waren ja die Schäßen gesessen, und die Kutschen. Festzug bei einem studentischen Stiftungsfest. Der Erlanger Karze. Die Erlanger Bergkirchweih. Da ist alles auf, jung und alt. Naja, aber jetzt ist natürlich durch den Siemens, ist ja furchtbar voll durch die fremden Leute. So war das nicht ganz so voll. Aber wir sind auch schon in Gedränge gegangen. Die Studenten, die haben dirigiert und das gesungen worden und da war ein Lehm, das alles eingehängt, Maschinen und auf den Bänken haben geschunkelt. Das war wunderschön, wunderschön. Und die Luftballon, die bunten Papierbände, die Rollen, da war die Kerbe, da war alles vollgehängt. Da haben wir so über die Bänke, haben wir sie immer niedergeschmissen, ne? Haben wir Bekanntes gesehen, aber Rollen niedergeschmissen. Das war doch voller Vergnügen. Oh, das war schön. Immer noch bildet Erlangens Kern die richtersche Stadt, die Hugenottenstadt. Damals hieß sie nach ihrem Gründer Christian Erlang. Heute bilden beide Städte eine einzige deutsche Stadt. Die sogenannte Riviera. Ja, das war das Ausflugsziel. Da bin ich mit den Kindern hingefahren, mit den Kindern wegen sind wir mit auch hingefahren. Da waren wir ein paar Stunden mehr gesessen. Das neue Erlangen. Aber auch Erlangens nächste Umgebung zeigt interessante Stätten der Gegenwart und Vergangenheit. Die alte Kapelle zum Heiligen Grab.
dicht dabei die alten Siechenhäuser. Die Werke, eine ehemalige markgräfliche Industrieanlage. Das Kanaldenkmal. Der Kanal. Der Erlanger Tunnel. Das Sommerhäuschen des Dichters August Graf von Platen. Am Dexendorfer Weiher. Das Wasserrad, das Wahrzeichen der Erlanger Landschaft.